Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Planet Crafter. Es geht weiter, juhu. Wir haben in der letzten... Oh Gott, ist die wunderschön. Wow, sieht die toll aus. Ja, wir haben in der letzten Folge ja die ersten drei Bohrer gebaut und die Startrampe. Yay! Für die Startrampe brauchen wir aber super viele... Superlegierungen. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz zurechtfinden. Genau, Superlegierungen. Die sind halt echt nicht so günstig. Ne? Da müssen wir auf alle Fälle gucken. Und ich glaube, wir brauchten noch einen. Brauchten wir nicht noch ein Raketending? Aber Mist, ich glaube, das habe ich gar nicht mitgenommen. Ne? Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich tatsächlich... ich glaube nicht, dass ich das mitgenommen habe. Ne? Wir müssen also nochmal zurück... Okay, pass auf, jetzt machen wir das so. Da kommen wir nicht wirklich weiter. Ich würde jetzt tatsächlich hier nochmal eins weiter ranbauen und dann eventuell eine Treppe nach unten, dass wir so einen Hinterausgang haben, nicht außen rumlaufen müssen. Das fände ich tatsächlich echt cool, muss ich sagen. Okay, was brauchen wir jetzt dann für... Pass auf, jetzt brauchen wir hier Eisen, Eisen, Titan. Eisen, Eisen. Okay, also nehmen wir mal fünf... Achso, und die Tür. Die Tür, okay, also eins, zwei, zwei. Genau. Eisen... Alles, was wir haben, das wird nicht reichen. Da bin ich mir fast sicher. Und Silizium, glaube ich, auch nur eins. Ne? Wir gucken mal. Vielleicht reicht es ja schon. Also, wir bräuchten jetzt hier einmal so einen Wohnblock. Genau. Und dann eine Tür. Und dann, genau, bräuchten wir dann hier halt die Treppe. Ne? Kann ich das hier irgendwie snappen lassen? Perfekt. Ach, guck mal, aber wir können doch jetzt hier eigentlich... Snappt die? Das ist jetzt gesnappt schon, ne? Ah, cool. Okay, und jetzt würde ich dann aber gerne... Ich habe kein Eisen mehr. Sieht jetzt auch gerade nicht unbedingt danach aus, als wenn es hier viel Eisen gäbe. Okay, ich habe schon gehört, dass Eisen relativ Mangelware werden würde. Von daher gucken wir mal. So, wir müssten... Wir haben doch da hinten eigentlich noch... guck mal, Eisen. Ich bin der Meinung, wir hätten in dem anderen Wrack noch einen dritten Raketengedünstings gefunden, oder? Und von daher würde ich jetzt da gerne mal nochmal drüber fliegen. Und schauen, dass wir das Zeug mal eben holen. Ist das Eisen? Das ist Eisen. Genau. Also das wäre jetzt so der erste Plan. Und ich glaube, da hinten irgendwo gibt es Schwefel. Ich habe zwar vergessen, wofür wir Schwefel brauchen, aber es brauchen wir auf alle Fälle demnächst. Ja. Kein Vorkommen, ne? Ja, und da müsste man eh eigentlich mal gucken, dass man so ein bisschen farmt und die Schränke voll kriegt. Also das wäre irgendwie auch mal so eine Sache, ne? Die man mal erledigen müsste. Da hinten ist noch alles voller Eis. Okay. Aber das ändert sich dann bestimmt auch irgendwann mal. Ja, wir gucken mal. Das ist auch noch Eisen. Ja, ja, ja. Erst beschwert man sich, dass man so viel Eisen hat, ne? Und dann ist plötzlich irgendwie nichts mehr groß da. Hm. So, jetzt gucke ich mal rein. Ansonsten müssen wir tatsächlich nochmal ins Wrack gehen. Hier haben wir sogar... Ach, guck mal, da ist er doch. Uran ist auch noch da, Aluminium ist noch da. Die brauchen wir auf alle Fälle. Bohnen wollte ich mitnehmen, das wollte ich mitnehmen. Eisen, ja guck mal, das können wir ja. Das ist Sauerstoff, das würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Guck mal, das passt doch. Genau, den Rest lassen wir jetzt erstmal drin, aber die Bohnen, die würde ich halt schon gerne mitnehmen. Super, okay. Na dann, fliegen wir gleich wieder zurück. Und dann haben wir doch schon mal das, was wir brauchen. Genau, aber ich glaube, für eine Rakete braucht man halt ein Triebwerk. Ist dann die Frage, ob man dann vielleicht noch mehr finden kann. Oder ob das halt wirklich so, ja,
ob man jetzt dann nur die ersten drei und danach muss man dann eben halt wirklich selber herstellen, weil die sind ja nicht so günstig, ne, in der Herstellung. Aber gut, da lassen wir uns einfach überraschen. Im Moment haben wir den einen, das heißt, wir können mal so eine Uranrakete hoch in die Lüfte gehen lassen und ja, cool. Bisher sieht es echt gar nicht so schlecht aus. Ich bin gespannt, wo uns unsere Reisen noch hinführen werden, ob wir vielleicht tatsächlich irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir vielleicht doch einen schöneren Platz finden. Ne? Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass man nochmal umzieht. Aber das, ja, warten wir einfach ab, wenn es dann soweit ist. Ne? So, Pflanzen kommen hier rein. Genau. Dann das Zeug kommt hier mit rein. Diese besonderen Dinge. Die Rakete, das Raketending machen wir auch da einfach rein, ne? Und dann bist du schon fertig? Nee, noch nicht, aber du, oder? 89? 88, okay. Cool. Nein, Titan kommt doch da rein, bitte. So, Eisen. Nachdem ich da Magnesium reingemacht habe, kann hier dann auch das ganze Eisen rein. So, genau. Dann gucken wir mal. Es wird wahrscheinlich gar nicht so lange dauern, wollte ich sagen. Nein, gar nicht so lange vorrätig sein. Satzbau, gruselig. Ja. Wir könnten mal gucken, dass wir die Aubergine jetzt dann rausnehmen, wenn die fertig ist. Wie viel hat die jetzt? 90%. Und die dann mal gegen einen Bohnensamen austauschen. Okay. Gut. So. Dann hätten wir das. Jetzt muss ich dann aber trotzdem nochmal gucken. Was braucht die Rakete? Was braucht die Rakete? Was braucht die Rakete? Die braucht... Zieht Asteroiden, genau. Also ich denke, wir müssen beides, aber ich würde jetzt Uran tatsächlich vorziehen. Okay, dreimal Kobalt, das ist nicht so schwierig, aber die Superlegierungen und ein Raketentriebwerk, okay. Dann heißt es jetzt eigentlich so ein bisschen, dass wir hier drumherum mal so ein bisschen farmen gehen, ne, uns die ganzen Sachen hier so ein bisschen aneignen und dann ja, herstellen. Diese Superlegierungen. Müssen bloß gucken, dass wir so ein bisschen abwechslungsreich farmen. Ne? Nur Titan bringt uns halt auch nicht weiter. Da ist nochmal Eisen, würde ich sagen. Oder sind das zwei Eisen aufeinander liegend? Oh, einmal Eisen und einmal Silizium. Okay. So, dann hier Silizium und zweimal Kobalt. Wir brauchen ja drei pro Rakete. Das ist ja schon mal was. So. Wie sieht's aus? Ein bisschen haben wir noch. Da ist nochmal Eisen. Sehr gut. Na? Jetzt fangen hier nicht auch schon an zu streiken, liebe Maus. Das nervt schon genug bei Stardew Valley. Wir brauchen das nicht auch noch hier bei dem Spiel. So. Wie viel haben wir? Wir sind jetzt voll. Okay. Perfekt. Dann können wir einmal durchrennen. Ah, okay. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen auf alle Fälle Aluminium. Warte mal, wo ist Magnesium? Da lassen wir mal ein bisschen raus. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Titan haben wir jetzt auch eine ganze Menge. Ich weiß, ich sehe meinen Durst. Eisen nehmen wir mal noch eins mit und wir brauchen noch Aluminium, ne? Okay. Guck ich mal. Eins. Achso. Shift, ne? Ne, Steuerung. Drei. Okay, passt. Sehr gut. Hä, könnte ich jetzt noch eins herstellen? Ne, ich wollte gerade sagen. Okay, dann das Raketentriebwerk und drei Kobalt. Na, dann können wir ja jetzt dann tatsächlich gleich unsere erste Rakete in die Luft schmeißen, ne? Kürbis. So, Silizium haben wir weg. Dreimal Kobalt brauchen wir. Mega, voll gut. Freue ich mich jetzt drauf. So, die Aubergine müsste fertig sein. Ja.
Das heißt, wir machen jetzt hier das raus und packen den mal rein. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. So. Cool. Na dann würde ich sagen, auf geht's. Ja? Dann bin ich gespannt, wie es explodiert. Das wäre jetzt was. Komme ich eigentlich auch so hoch? Nee, ne? Wahrscheinlich noch nicht. Okay. Raketen starten. Achso. Hi. Wow, krass. Okay. So, wir starten die Rakete in 3, 2, 1. Bock. Okay, wie krass. Tschüss. Wo kommen jetzt die Asteroiden oder was ist das jetzt hier? Okay. Passiert jetzt da was? Ist das die Rakete? Kommt die jetzt gerade zurück oder sind das einfach nur Asteroiden? Okay. Können die mich erschlagen? Gehst du da jetzt echt auf meine Basis runter? Nee, nicht ganz. Okay, ich habe jetzt gedacht, ne? Ich würde jetzt gern eigentlich so ein bisschen dem Spektakel noch ein bisschen zuschauen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt was abkriegen können. Oder sollen wir uns doch vielleicht in Sicherheit bringen? Okay. Vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen in Sicherheit bringen. Wow. Ist es jetzt dann schon Uran? Himmelsspektakel. Da oben. Okay. Boah, wir könnten mal ins Biotop rübergehen. Das müsste doch von da aus noch besser zu sehen sein, oder? Da ist auf alle Fälle was runtergekommen. Ach, jetzt ist schon wieder rum. Okay. Ja. Und tatsächlich, das ist grün. Oh Gott, muss ich da jetzt überall das Zeug einsammeln? Kann das sein? Oh je, oh je, oh je. Na gut, dann machen wir das natürlich, ne? Wir wollen ja schließlich das ganze Zeug einsammeln. Tatsächlich, guck dir das an. Hier ist überall Uran. Ach je, ist das schwierig. Da ist auch noch irgendwo Uran versteckt. Da komme ich jetzt aber gerade nicht ran. Da ist nochmal ganz viel Uran. Aber auch hier ist es echt schwierig ranzukommen. Okay, vielleicht sollte man dann doch ein bisschen warten. Bis sich das ein bisschen aufgelöst hat, oder was? Hier ist Aluminium. Das können wir auf alle Fälle auch einsammeln. Naja, pass auf, dann gehen wir jetzt hier einfach ein bisschen rum. Und warten mal einen kurzen Moment. Vielleicht hat sich das ja dann gleich eh erledigt. Und dann schauen wir mal, ob wir hier so ein bisschen... Da leuchtet es auch noch ganz schön grün. Ah, oh, cool. So. Das ist Aluminium. Sehr gut. Okay. Da haben wir noch Aluminium. Wir haben noch ein bisschen Luft. Was ist das? Titan. Okay, nee, Titan ist jetzt gerade nicht so das Ding der ersten Wahl. Okay, jetzt gehen wir mal schnell ein bisschen Luft schnappen. Eisen, perfekt. Wo ist denn jetzt da? Ist unsere Unterkunft notgedrungen. So, ein bisschen Luft holen und dann ein bisschen Platz haben wir noch. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob sie jetzt dann erreichbar sind. Die Uran-Dinger. Na, immer noch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange die dann hier existieren. Ich krieg's nicht, ne? Das ist halt schon nicht so cool. Also, was macht man denn da am besten? Ja, das ist ja echt blöd, ne?
Und waren die jetzt, war das dann jetzt alles so viel schneller? Ich weiß gar nicht. Okay, also man müsste jetzt dann tatsächlich gucken, ob man... Ach, guck mal. Ach, guck mal. Das wusste ich gar nicht, siehst du? Wir holen uns mal schnell eine goldene Kiste. Ich bin gespannt, was da drinnen ist. Ui, eine goldene Statue. Wieder so Zeug. Mega. Sehr nice. Schön. Aber Uran haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich viel bekommen, ne? Sehr schade. Ah, guck mal hier. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, liegt hier Uran rum, aber das leuchtet bloß alles ganz schön grün. Pflanzen. Dann können wir hier den goldenen Samen wieder reinmachen. Und dann sortieren wir hier das Zeug ein. Titan habe ich jetzt gerade gar nicht. Silizium auch nicht. Aluminium haben wir einiges. Iridium. Genau. Kobalt. Uran. Hat das nochmal Aluminium. Und Eisen. So, essenstechnisch sind wir noch ganz gut aufgestellt. Und dann können wir jetzt hier die Sonderdinger hinmachen. Passt. Okay, dann würde ich sagen, es ist zwar jetzt relativ dunkel, aber theoretisch müsste man doch eigentlich dann hier auch gut sehen können, ne? Wo das Uran da oben. Da oben müsste Uran runtergekommen sein. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ein bisschen besser ran. Eventuell. So. Kurz Luft holen. Hier ist jetzt ganz viel Eis, ne? Das ist alles Eis. Okay. Eisen. Das nehmen wir auf alle Fälle wieder mit. Das ist Titan. Okay. So. Schauen wir mal hier. Okay, da ist noch was. Da, da. Sehr gut. Kobalt kann man auch gut gebrauchen. Sauerstoff. So. Das ist auch noch Eisen. Ja, mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Okay, na gut. Dann ist das jetzt halt einfach so. Was ist das da hinten? Ist das auch noch alles... Das ist auch alles eher Uran, ne? Würde mich halt interessieren, ne? Wie lange bleibt das Zeug halt liegen, ne? Wie lange hast du die Möglichkeit, das dir zu holen? Keine Ahnung. Aber gut, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt sammeln wir es natürlich auch sehr gerne auf. Soweit es halt geht. Und da drüben war noch, ne? Genau. Okay. Ich glaube, jetzt ist hier gerade rum. Da ist nochmal Eisen. Wie viel Platz habe ich noch? Haben wir noch ein bisschen. Dann sammeln wir hier drüben das Uran noch ein. Und dann bringen wir das erstmal wieder zurück in die Basis. So. Sehr nett. Oh ja. Mal gucken, was man mit dem ganzen Uran dann eben halt in der Zeit anfangen kann. Ein Biolabor. Ja, cool. Da ist noch eins. Ich wusste doch, irgendwo habe ich noch eins gesehen. Ja, das Biolabor. Sehr schön. Okay. Wir haben gar nicht mehr so viel Sauerstoff, aber das macht nichts. Wir nehmen hier noch ein bisschen Eisen mit. Soweit es halt geht. Und Eis. Und dann gehen wir mal kurz hier oben rein. Na, weißt du was, wir fliegen hier in die Rettungskapsel, weil ich glaube, da war noch ein bisschen was. Ach, nur die Samen. Okay. Na ja, gut. So, jetzt sind wir da voll. Oh, jetzt sortieren wir uns das erstmal ein und gucken wir mal, wie das ist. Vielleicht ist bis dahin ja jetzt dann das andere schon weg, aber trotzdem gibt es das Uran oder so. Müssen wir mal gucken. Schön, okay. Ja, dann können wir gucken. Ne? Wir können also jetzt ein Biolabor bauen. Krass. Na, ich bin hier gespannt, ne? Huiuiuiuiui. Pflanzen habe ich jetzt keine. Ups. Aber ich habe jetzt hier das da. Okay. Verpflegung. Ne, das lassen wir mal. Das können wir jetzt hier mal essen. Wasser tun wir uns auch gleich auffüllen.
Titan habe ich keines dabei, aber Eisen. So. Das Eis nehmen wir natürlich wieder raus. Und dann packen wir hier alles Uran rein, was wir so finden konnten. Oh, schön, fast voll. Das ist super. Sehr nice. So, und dann trinken. Oh, Gott sei Dank. Jetzt habe ich echt Angst gehabt, ne? Jetzt machen wir uns Wasser. Perfekt. Oh, es regnet. Schön. Super. Okay, so. Jetzt ist die Frage. Wir sollten mal dieses Ding endlich bauen. wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Aber da braucht man doch noch ein zweites Ding dafür, oder? War das nicht so, dass man da irgendwie noch irgend so eine Antenne oder sowas braucht? Hier das Ding, ne? Leuchtfeuer oder so? Ne, die hier. Kommunikationsantenne. Okay. Weiß ich nicht, ob das wirklich wichtig ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich baue jetzt mal noch nicht. So, also ein Biodrom, das haben wir gebaut. Und jetzt hier wäre das Biolabor. Ermöglicht das Herstellen von Biorezepten. Osmium. Okay. Osmium. Naja, dann müssen wir jetzt dann wohl Osmium suchen. Gibt es eine Karte eigentlich noch nicht, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir noch was anderes. Schön. Wie weit sind wir eigentlich? 80%. Boah, nicht schlecht. Richtig gut. Ah, habe ich eventuell... Nee, habe ich nicht. Warte mal. Den nehmen wir doch mit, ne? Den packen wir uns jetzt hier hin. Oh, das ist aber groß. Schön. So eine Rettungskapsel. Boah, cool. Verwenden. Ja, wie geil. Cool. Kann ich da wieder... Okay, Rechtsklick ist aufstehen. Nett. Raketentriebwerk. Na dann. Wie ist das eigentlich? Muss man dann... Rucksackstufe 5. Bei 5. Oh, wir haben erst die Hälfte, ne? Terraforming. Okay, das ist echt Bienenstock. Bei 80 T. Wie weit ist das denn noch entfernt, bitte? 25 Kilogramm. Ach, bei 80 Tonnen kann es sein. 900 Gramm und jetzt 80 Tonnen oder sowas. Ach, du heilige Katastrophe. Na, das ist ja schön. Okay, das wäre jetzt halt vielleicht noch, sammelt automatisch Wasser aus feuchter Umgebung. Vielleicht kann man dann da direkt... aus dem Ding trinken oder sowas. Was? Schild. Wow. Juhu. Eisen, Silizium, Magnesium, Kobalt, Aluminium und eine Superlegierung. Boah. Also im Prinzip alles einmal, ne? Eisen, Magnesium, Kobalt, Silizium, Titan. War das jetzt richtig? Aluminium. Was brauche ich nicht? Titan, ne? Ja, stimmt. Titan kannst du wieder wegbacken. So, okay. Dann lass uns doch mal hier hinten... Nee, hier hinten will ich nicht Wasser sammeln. Muss schon vorne sein. Ich finde, hier ist ein guter Platz. Ich weiß noch nicht, wie groß das ist. Oh, es ist halt schon sehr groß, ne? Warum kann ich dich hier nicht anpflanzen? Hä? Warum geht das nicht? Aus feuchter Umgebungsluft. Ah, jetzt geht's wieder. Krass. Und jetzt kann ich hier immer öffne, atmosphärischen... Ah, stillt deinen Durst vollständig. Cool. Sehr gut. So, wir sollten vielleicht nicht hier außen gucken. Ach so, ich habe keine Energie mehr. Na toll. Okay, wir brauchen also vielleicht einen Kernreaktor nochmal, zwei Wasserflaschen, einen Uranstab. Puh, weiß ich nicht. Lohnt sich das? Oder doch lieber noch so einen Sonnenkollektor.
Eisen, Magnesium, Silizium. Eisen, Magnesium, Silizium, Aluminium. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz richtig, ne? Zweimal Kobalt. So, mal gucken, ob das dann reicht, wenn wir hier einen dritten, vierten, einen fünften, einen sechsten schon. Boah, Allmächt. Einen sechsten sollten wir hier schon hinstellen können. Krass. Okay. Hm. Richtiger Park hier. Okay. Was ist das denn? Ein Erzextraktor. Extrahiert automatisch Erze aus dem Boden. Boah. Coole Sache, aber ist auch nicht so wenig, ne? Recyclingmaschine, zerlegt Objekte. Das weiß ich auch noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Lässt den gerade. Das haben wir schon. Gebietsleuchte. Ja, das ist alles so Schnickschnack. Schnickschnack Mumpitz. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft. Ne? Wir haben jetzt den Wassersammler und wir haben noch einen Sonnenkollektor hingestellt, Stufe 2. Jetzt gucke ich mal, wie es dann als nächstes weitergeht, ne? Was wir jetzt dann so brauchen. 85%, ob wir nochmal eine Heizung brauchen, um da nochmal ein bisschen voranzugehen. Wahrscheinlich schon, ne? Da brauchst du Iridiumstab. Eieieiei. Okay, gut. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Und dann hoffe ich, dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.